Heute das und mehr in diesem Video. Ich bin Uli und los geht's. Es ist tatsächlich an der Zeit, mal wieder ein neues Projekt zu beginnen. Das neue Projekt beginnt natürlich genau heute. Ich zeige euch ja immer am Freitag das Update, was ich in der letzten Woche gemacht habe. Und in der letzten Woche habe ich genau das gemacht, was wir heute sehen. Und damit recht herzlich willkommen bei Traindreams. Jeden Freitag 16 Uhr versuche ich für euch da zu sein. Ihr seht schon eine kleine Einschränkung. Es kann ja mal passieren, dass es nicht funktioniert, aber meistens klappt das schon. Meine Gleise. Ich habe auf der rechten Seite ja soweit alles grob fertig. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Grob fertig. Und habe mich jetzt mal der Mitte der Bahn gewidmet und habe da angefangen, was zu bauen. Und zwar ist das ja mein großes Hauptmodul. Ja, da, was ich auch wechseln kann. Das könnte ich auch rausnehmen, könnte ein anderes bauen, könnte es reinmachen, fertig. So, das heißt, ich werde mit dieser Bahn wahrscheinlich nie fertig werden irgendwo. Und habe natürlich jetzt angefangen, die Gleise von Hand zu bemalen. Genauer drauf eingegangen bin ich jetzt nicht, wollte ich nicht, habe ich wahrscheinlich auch schon 100-mal gemacht. Wenn es interessiert, schreibt mir es gerne in die Kommentare. Ich kann gerne mal einen Bericht dazu nochmal separat bringen. Da ich ja auch in der Zeit, wie ich das hier mache, wie ich das von Hand male, früher habe ich es ja mit Airbrush bemalt, dazugelernt habe. Aber okay, ich habe es schon ein paar Mal gemacht, deswegen habe ich es ein bisschen im Schnelldurchlauf am Anfang des Videos jetzt gerade getan. Reinigen tue, wieder mal so ein schönes Deutsch, ich reinige zum Schluss mit einem Stück Holz das Ganze. Da kommt nichts Scharfes drauf, die Farbe trocknet ein, ist klar, die muss oben weggemacht werden. Ich mache das nicht, während die Farbe noch feucht ist, das habe ich früher so gemacht. Da habe ich oben gleich die Gleise abgewischt, ist mir aber der Schaden zu hoch, dass man vielleicht links und rechts von den Gleisen gleich mal wieder was wegwischt. Nachdem ich das Ganze gereinigt habe, wir haben es gerade gesehen, kommt jetzt wieder mal ein Tropfen. Aber wirklich so, ihr seht schon, ich mache den Schaschlikstab da rein und nehme einen Reinigungszwerg mit einem Tropfen und mache das so ein bisschen breiter drauf. Und mit diesem einen Tropfen, der Frosch wie immer, fahre ich so über die gesamten eben gereinigten oder bisher gereinigten und vorher bemalten Gleise, um einfach die Schiene oben zu schonen oder beziehungsweise auch wieder ja, ihr was Gutes zu tun, nachdem ich da rumgekratzt und rumbemalt habe und so weiter und so fort. Und da bin ich der Meinung, es verdreckt nachher nicht so schnell. Es hält wirklich das Ganze irgendwo versiegelt. Es klappt wunderbar. Also man muss weniger putzen, weniger reinigen und man kann auch vielleicht mit einem kleinen dünnen Lappen danach drüber gehen und es ist wieder sauber, weil eben alles war. Aber nicht mehr als einen Tropfen. Ansonsten drehen ja die Loks durch, wenn ich da haufenweise Öl reinschmiere. Das passt überhaupt nicht. Und wie gesagt, ich gehe da mal über die Weichen drüber. Wir sehen es schon hier, gehe da wirklich nur ein einziges Mal, um das Ganze dann irgendwo entsprechend alles einmal erwischt zu haben. Und auf dieser Platte, die ich gemacht habe, man kann jetzt sagen, da liegen 7 Meter, 8 Meter Gleis drauf. Und für diese 8 Meter Gleis habe ich tatsächlich nur diesen einen Tropfen verwendet. Das heißt, mein ATF-Öl, was ich habe, was ich im Schrank habe, was wir vorhin gesehen haben, das wird wahrscheinlich für Generationen reichen, um das Ganze dann zu nutzen. Aber es ist so, es kriegst du ja bloß in so einer Flasche, ja? Das kriegst du ja nicht kleiner irgendwo. Und selbst dann wäre es Quatsch. Nachdem ich das gemacht habe, kommt jetzt hier an der Stelle mit einem Fein, das ist in dem Fall ein Brillenputztuch, gehe ich nochmal über die Schienen oben drüber und wir sehen, ich nehme auch da noch ein bisschen Dreck ab. Das passt schon. Das heißt, die Gleise, wenn ich jetzt fertig bin, die sind tatsächlich sauber. Und das ist auch die Grundvoraussetzung für die nächsten Arbeitsstunde, die ich mache. Ja, nachdem ich mit der ganzen Farbe da rumgespielt habe, alles. Ich male ja richtig über die Schienen, ich male ja alles voll, ja. Also habe ich natürlich auch die Schweinearbeit, ich sag's mal ganz ehrlich, das alles zu reinigen. Wir sehen es jetzt hier hinten, das sieht so fast aus wie brüniert, ja, da unten drunter. Aber das ist meine Farbe, die habe ich mir speziell zusammengemischt. Das ist so ein, ich kann nicht mal sagen, ein Geheimrezept, weil es keins ist. Ich könnte diese Farbe nie wieder genauso zurechtmischen, wie ich das hier habe, sage ich ganz ehrlich. Das ist so ein Ding, was einfach entstanden ist. Ihr habt ja den kleinen Napf am Anfang des Videos gesehen. Und da habe ich einfach immer rumexperimentiert. Da kam Kupferfarbe rein, Metallic-Effekte, dann kam matte Farbe rein. Da kam alles rein. So. Und jetzt mache ich natürlich am Herzstück hier, entschuldige, wenn ich ein bisschen näher springe, die müssen sauber gemacht sein werden. Weil wir haben es eben gesehen, die Lok,
die hatte auf den weichen Körper ganz kurz geruckt und das war genau diese Stelle, auf den anderen Weichen natürlich auch, das waren genau diese Stellen, wo ganz kurz der Strom gefehlt hat und wir sehen jetzt auch schon, jetzt läuft das ganz sauber drüber weg. Das ist sowas, was man immer so ein bisschen gerne vergisst, ja, weil das ist halt so. Und klar, wenn ich später meine Wagen hinten dranhängen habe mit den Magnetkupplungen, mit Stromaufnahmen überall, dann ruckt das nicht. Aber wenn ich mal die Lok selber einzeln fahre, dann ruckt das halt schon und deswegen muss ich einfach schauen, dass das passt. Und da wird immer wieder nachgeputzt, immer wieder gemacht, so lange, bis das alles richtig funktioniert. Dasselbe ist ja auch genau, dass die Weichenzungen beim Schalten, was da eben so ein bisschen ja, so beim Schalten gewackelt hat, das liegt einfach dran, weil da ein Federdraht runter ist. Jetzt habe ich es übrigens schneller gedreht, ich fahre nicht schneller. Wir sehen schon, wie hektisch ich da unten schalte. Und die Weichenzungen, wo die an den Gleisen, an den Schienen anliegen, auch die Stelle muss mitgeputzt werden. Die kann also nicht mit Farbe durchtränkt werden irgendwo. Und ja, nachdem ich erstmal die ganzen Fahrstrecken wieder instand gesetzt habe, das heißt, die gingen auch vorher schon, habe ich natürlich jetzt angefangen, die Signale. Die Signale werden noch bemalt. Wer meine Videos kennt, weiß das. Ich habe so ein bisschen Thema. Ich habe an einer Stelle oben bei dem Steinbruch und bei den Holzlager sind sie verrostet Silber. Dann habe ich eine Stelle weiter rechts, da sind die in der Grundfarbe Rot. Oben sind sie Grün. Also dadurch, dass ich eine Fantasieanlage baue, ja, das ist ja kein Nachbau von irgendwelchen Bahnen oder sowas, kann ich das natürlich machen und habe mich so für bestimmte Themen entschieden. Ein Abstand muss ich natürlich auch wahren, dass alles schön gleich ist. Die Löcher werden ein bisschen größer gebohrt. Verkleben oder ankleben mache ich hier ganz einfach mit Weißlehm. Das passt, das kann man jederzeit wieder lösen. Das ist eine gute Sache. Ja. Und ja, wie gesagt, ich messe das immer noch ordentlich aus, wobei ich auch hier die Kirche im Dorf lasse. Also ich mache jetzt hier nicht wie irgendwelchen Terz, dass ich da wirklich, also puh, ich weiß, manche sind da so und das ist auch gut so. Die achten da wirklich auf den kleinsten Millimeter und was. Alles schön. Jeder, wozu er Spaß hat, kann man gerne machen. Ist alles toll, freue ich mich auch drüber. Bei mir ist das so, die Abstände müssen stimmen, dass die Wagen nicht dran rumschleifen oder wie auch immer, dass es vernünftig aussieht, dass das Signal nicht 3 Meter neben klein steht oder sowas. Das ist schon alles okay. Ja, hier sehen wir zum Beispiel ein silbernes Signal mit schwarzen Köpfen, schwarze. Das geht nicht. Die werden alle noch bemalt. Das ist aber ein Arbeitsschritt, der kommt erst nach dem, was ich jetzt hier alles mache, nachdem auch alles trocken ist, damit die Gleise, Signale alle richtig schön fest sind und dann passt das. Wir sehen jetzt schon, ich kann die ganz leicht schalten, das ist wichtig, die werden ja mit dem kleinen Draht bei mir an der Seite geschaltet. Da ist also nicht unter der Weiche, wo ein Draht das Loch reingeht und hin und her schiebt, sondern es geht alles über diesen kleinen Draht an der Seite, den man sowieso nicht sieht, sage ich ganz ehrlich, wir haben hier eine Großaufnahme. Und dann bin ich mutig, wie letztes Mal auch, ich habe es euch schon mal gezeigt, ich gebe über diese Weichen, die eben noch so perfekt funktioniert haben, gebe ich komplett Schotter drüber. Ja, manch einen stehen da vielleicht die Nackenhaare auf, wenn ihr das sehen. Ich habe das immer schon gemacht, bei mir werden auch die Gleise oder die Weichen werden ja bei mir bemalt, die Weichen werden bei mir eingeschottert. Es wird alles so gemacht, dass alles zusammenpasst, ja. Ich habe es auch schon gesehen in anderen Videos. Ich glaube, das war keiner von euch, die ich soweit kenne hier. Da waren die Weichen tatsächlich, alles war gealtert, schön, aber die Weichen selber waren unbehandelt. Die waren weder eingeschottert, noch waren die bemalt. Und das sind wir mal ganz ehrlich, wie sieht das denn aus? Ja, das muss ich mal ganz ehrlich aus meiner Sicht sagen. Derjenige fand das gut, auch schön, freut mich alles, ja. Und in meinem Euphorie habe ich natürlich hier ein Drähtchen, ein Kupferlackdraht abgerissen. Die habe ich ja hier ein bisschen länger rausstehen lassen. Das war ja Absicht dadurch, dass ich es auch umlegen kann. Das Orangen hier oben drüber. Das ist ein Sicherheitsbügel, den ich drauf mache, wenn ich an der Anlage arbeite, wenn ich da was dran mache oder wenn es einfach nur dasteht, dass ich die Signalbrücken, die ich übrigens auch komplett selber gebaut habe, nicht abgerissen werden. Noch schlimmer wird es jetzt, wenn ich das zum Beispiel alles verklebe. Ich habe da eben den Schotter weggepustet mit so einem kleinen Halm. Wird es ja noch schlimmer, dann kann man das immer schlechter kippen. Und je öfter man das vielleicht kippt, und irgendwann brechen die Kupferlackdrähtchen. Jetzt haben wir es doch. Brechen die dann ab irgendwann. Ja, jemand ist öfters in den Herrn macht. Also habe ich die damals länger gemacht und habe die dann lege. Das war auch der Plan übrigens, dass die unterm Schotter liegen. Damit ich eben noch vorher arbeiten kann und verklebe das jetzt mit UV-Kleber. Das macht sich recht gut, weil das ist dann eben sehr schnell trocken. Das Thema haben wir schon ein paar Mal besprochen. Das ist eine wirklich feine Sache. Wer sowas nicht hat, sollte sich's zulegen. Das Zeug kannst du immer gebrauchen. Aber okay.
Und somit sind jetzt die Kupferlackdrähtchen, guck mal, wie schön ich das aussprechen kann, die Kupferlackdrähtchen sind dann entsprechend fest unter dem Schotter und werden jetzt auch noch verklebt mit dem Wasser-Weißleim-Gemisch, was da draufkommt, ja. Und somit liegen die da wirklich unten drin fest einverankert. Aber noch genug Spiel, dass ich diese Signalbrücke immer noch verschieben kann, obwohl die feste Punkte hat, wo sie reinkommt. Haben wir vorhin gesehen, das sind auf jeder Seite zwei kleine Löcher, wo dann eben so Zapfen reinkommen. Da steht schon fest alles da. Ich könnte es auch komplett fest verkleben, die Signalbrücke. Überhaupt kein Thema auf diesen Punkten unten. Aber wenn man doch mal drankommt und man hat diesen Schutz nicht drüber gehabt, dann rupfst du das ganze Ding kaputt und dann fängst du da von vorne an, weil alle Drähte abgerissen sind und. Und deswegen habe ich es genauso gemacht. Diese Technik mit den Auspusten verwende ich natürlich auch bei den Weichen, ja, da wo jetzt der Schotter zu viel drinnen liegt. Und jetzt ist meine Arbeit, das Ganze beweglich wieder zu machen. Wir haben es ja vorhin gesehen, ich konnte das mit dem Pinselhahn, konnte ich meine Weiche verstellen. Das ist übrigens eine wunderbare Technik, nicht mit dem Pinselhahn die Weichen zu stellen, sondern meine Weichen, die kann man tatsächlich, ihr seht schon, immer verstellen, weil der kleine Federdraht hier vorne, der gibt immer wieder nach. Ja, also der sagt zwar, du bist da drüben, der Anpressdruck ist hoch genug, dass das drüben bleibt, aber ich kann die Weichen ganz sauber einfach so bewegen und kann dann entsprechend da irgendwas dran machen oder was weiß ich. Also es ist nicht schlimm, wenn da mal was passiert, ja, oder wenn man falsch einfährt zum Beispiel. Wenn ich jetzt von oben komme oder von oben rechts in die Weiche reinfahre, dann drücken sich einfach nur die Federn so wieder weg und die Weiche, die öffnet sich so, dass die Wagen und die Loks drüber fahren können, ohne dass jedes Mal ein großes Malheur passiert. Ist auch eine wunderbare Sache, ja. Das hast du nicht bei den Originalweichenantrieben, empfinde ich zumindest so, dass die dann, die halten das relativ fest und dann hoppst natürlich die ganzen Wagen aus den Gleisen raus. Außer man macht es ordentlich schwer, was ich übrigens auch mache, was ich euch wahrscheinlich in der nächsten Woche zeigen will. Da habe ich natürlich hier angefangen, ein bisschen was zu gestalten, aber ich höre auf zu reden, weil das kommt nächste Woche, freut euch drauf. Und habe natürlich jetzt hier im Hintergrund, ich hatte euch immer bloß den gleichen Abschnitt vorne gezeigt. Ich habe natürlich viel mehr gemacht, wenn ich sage, ca. 7 Meter Gleis, habe ich natürlich viel, viel mehr gemacht. Auch die Weiche oben rechts, die ich mit eingeschottet habe, die Signale, die hier silberfarben sind. Hier vorne, das haben wir ja immer wieder gesehen. Und nachdem ich alles eingeschottet habe, kommt natürlich das, was die meisten von euch schon wissen, was ich immer so mache. Ich arbeite nicht mit Spüli, 1-2 Tropfen, bei mir kommt da Alkohol schön drauf. Da stinkt meine ganze Bude hier. Aber das kann man ja ablüften oder das Fenster aufmachen, das dauert nicht lange, ist der auch wieder draußen. Und somit geht der Wasser-Weißleim oder das Wasser-Weißleim-Gemisch sehr, sehr schön in den Schotter ein. Das habe ich euch auch schon 100-mal erzählt bei mir in meinen Videos. Und trocknet relativ schnell ab, weil eben dieser Alkohol verfliegt und somit wird das schön schnell trocken und ich habe keine Stunden oder Tage, die ich warten muss, bis das alles ist, bis alles getrocknet ist. Natürlich war das hier im Schnelldurchlauf. Ich habe ganz ehrlich, um zu schottern hier auf diesen Abschnitten, wie lange habe ich denn gebraucht? 2 Tage, weil ich mit dem Pinselchen alles fein säuberlich, jede Weiche. Da muss ja wirklich jedes Steinchen, irgend noch so klein, was da irgendwo kratzen könnte unter den Weichen. Und gleichzeitig muss es ja immer noch gut aussehen. Ich kann ja nicht zu viel von den Steinchen rausholen. Naja, und so passt das alles. Und somit habe ich jetzt das Modul vorbereitet. Und an der Stelle können wir in Zukunft ansetzen und können auch hier schöne Sachen draus bauen. Ich danke euch fürs Einschalten. Ich würde mich freuen, wenn ihr eins von diesen beiden Videos hier oben anklicken würdet, was ihr vielleicht noch nicht kennt. Könnt ihr euch gerne anschauen. Den Uli Freuds. Den Algorithmus von YouTube auch. Und dann würde ich sagen, macht's gut, bis nächste Woche. Und schreibt einen schönen Kommentar, ich freue mich drüber. Bis dahin, ciao.